So, gut, jetzt habe ich eine Idee, nämlich wir müssen, wie heißt er? Barry müssen wir jetzt nach Dings, natürlich Barry kann uns identifizieren, ganz klar. Barry, unser größter Fan, und den müssen wir hierher irgendwie bringen, damit er uns überredet, dass wir das machen. Oder so. Ach, das hat doch keinen Zweck. Die würden einen echten Helden nicht mal dann erkennen, wenn er ihnen als ein Mann-Orchester in den Hintern marschieren würde. Böse Sache. Aber red mal mit Janosch. Erstmal. Hallo, Rubusch. Lang nicht gesehen, altes Haus. Na, wie geht's dir so? Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Ist doch eigentlich ganz einfach zu verstehen, oder etwa nicht? Kein Kommentar. So, wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galeb meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War ich auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden. gab es auch Tote? Tausende Tote. Oh, das ist ja überhaupt nicht zum Lachen. Ja, eben. Was hat denn der Watzke hier zu suchen? Watzke? Welcher Watzke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watzke. Er ist ein populärer Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Ja, das können wir durchaus. Er ist so smooth. Leihst du mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Danke. Aber mach ihn bitte nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Friteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Bambaskatze aufbäbeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brüche und meine Geldbörse. Naja, und mein Gasbrenner. Naja, tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. No. Bis später. Sei bitte vorsichtig. So, was können wir denn hier noch machen? Hier vorne ist die Rohrpostleitung. Da haben wir unseren Cowboy Dodo. Und dann mal gucken, was können wir denn mit der Rohrleitung machen. Nee. Super fest verschraubt. Ohne das richtige Werkzeug lässt sich die Leitung nicht öffnen. Das ist ja kein Problem, wir haben ja einen Schraubenzieher. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Ah, Aufstiegscode. Da ist eine Schraube, mit der man die Leitung für Wartungsarbeiten öffnen kann. Alles klar, das dann machen wir auf. Das ist ja wieder sehr interessant. Hier scheinen die Rohrpostsendungen des Organon durchzulaufen. Hatten wir ja gerade. Mit dem Schraubenzieher kriege ich das vielleicht auf. Na mach. Sich das schwer biegen. Oh. Ich hoffe, da kommt bald mal was. Autsch. Aua. Na toll, der Schraubenzieher ist hin. Oje. Naja, immerhin habe ich eine Rohrpostsendung erhalten. Mal gucken, was der Organon so schreibt. An alle Dienstgrade. Vorsicht an den offenen Enden der Rohrpostleitungen. Was für Idioten. Also das hat uns gerade gar nichts gebracht. Ich würde ja eine neue Stimmauszählung beantragen. Leider fehlt mir das entsprechende Formular. Was ist mit der Zahnbürste? Ich würde ihm zu gerne die Fresse polieren, aber nicht auf diese Weise. Steckt dir vielleicht etwas zwischen den Zähnen? Wie kommst du denn darauf, dass mir etwas zwischen den Zähnen stecken könnte? Weiß ich auch nicht. Wie launiger Künstlersinn überkam es mich. Wer mich kennt, weiß, wie sehr ich offene Enden hasse. Aber wenn ich was mit der Rohrpost verschicken will, brauche ich eins. Kann man die Rohrpost auch einfach kennt, da wieder weiß, reinpacken? Sehr, ja, das hatten wir ja schon. Gehen wir mal zurück zu Rufus Nummer 1. Ich meine Nummer 2. Natürlich.
Gehen wir mal zur Redaktion. Und fragen mal, gucken wir mal, ob Barry uns identifizieren kann. Das wäre nämlich optimal. Klingeling. Barry, altes Gute Haus. Gute Neuigkeiten. Ich habe... Echt jetzt? Komm mit. Oh je. Heul nicht trumperlich, das war sei denn das Foto. Na, dann machen wir. Das hatten wir ja schon mal. Geschwärztes Papier? Das bringt, glaube ich, alles nichts. Ein Irgendwie bezweifle. Ein Schild? Irgendwie bezweifle. Okay, doch nicht. Irgendwie? Das zeigt man muss, sonst wirkt... Gut, also wenn wir mit Barry reden, klappt das nicht. Das ist natürlich irgendwie suboptimal im Moment. Du wolltest, glaube ich, 5 Slotty haben, nicht wahr? Hallo. Ach komm schon. Mach mir ein paar Teigtaschen, hm? Nicht ohne Aushilfe. Also du wolltest hast du inzwischen eine Aushilfe. Ja, aber ich habe. Wer meine Se- Für mich erst. Gut, davon geht. Davon gibt's hier reichlich, ja. Aber ich glaube, Gulli können wir nicht mehr viel machen, weil der andere Rufus ist ja immer noch da in dem. Keiner da. In dem Bus von dem. Nicht zwielichtig aussehenden Herrn. Was tun Sie denn da? Sie bringen das arme Tier ja um? Ah, nö. Na doch, Sie erwürgen es. Na, nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort! Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du warst sowieso gerade fertig. Und? Was und? Es war super cool. Die Tiere waren ultra niedlich. Und ich durfte sie streicheln. Ich glaube, sie flunkern. Du bist doch nur neidisch. Das nächste Mal mache ich einen Abdruck. Dann wirst du heulen vor Neid. Huhu, ich will sterben. Ich bin schon ganz gelb vor Neid. Und dann werde ich lachen. Okay, das war doch eher seltsam. Komme ich hier nicht mehr raus? Ach so, da, zum Rohrwald. Ah, da oben ist noch eine Kiste. Okay, hier haben wir die ganzen Kinder. Da haben wir die Sprosse. Kurbelauswurfknopf. Mal gucken. Keine Kurbel zum Auswerfen da. Alles klar. Irgendwas fehlt an diesem Wagenheber. Etwas zum... Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen. Was könnte das nur sein? Wir brauchen also die Kurbel. Oh Gott, ist das kompliziert. Ne, hier war das nicht. Ja, das kennen wir mittlerweile. Ach, da hinten waren ja die Monster, nicht nach rechts weg. Ja, Kinder, so, ich weiß hier. So, zack, zum Nachtlager bitte. So. Der hat werden schon die Antennen eine Antenne. Ausgetauscht. Eine Antenne, die du nicht kaputt machen kannst, ey. Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und das dazugehörige Spitzengefühl. Na dufte, Spitze fühle ich mich ja schon. Was kann ich hier noch machen? Schade, dass Stroh, dann würde man immer... Und man müsste sich... Moment. Schade, dass Strom nicht in lustigen Farben geliefert wird. Dann würde man immer gleich sehen, wenn welcher fließt. Und man müsste sich das nicht erst mühsam ertasten. Da gehört oder wahlweise einer dieser praktischen Stromumkehrer, die in diesem Spiel bislang enttäuschend spärlich gesät sind. Ach, aber oft genug eigentlich. Da gehört eine sichere oder... Ja. Antenne? Aua! Aber... Hä? Was soll denn das? Warum ist die Sicherung nicht rausgeflogen? Nur der Strom ist ausgegangen. Die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. Also wenn ich sie damit... Hey, Ruhe da hinten auf den billigen Plätzen. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Entschuldigung, Onkel Humpelfried. Onkel Humpelfried, okay. Damit kriege ich die Sicherung. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Strom...
Das heißt, ich muss hier oben den... Ich muss da oben den Hebel ziehen. Oder drücken, wie auch immer. Und gleichzeitig hier unten... die Sicherung nur bei der oberen ist ja auch mehr zum rausfliegen kriegen. Also wenn ich sie da... Hey, die Dinger sind... Entschuldigt. Ohre Steckdose, genau. Bzzzt. Aber warum ist nur der Strom? Wenn nicht, dann würde sie... Eine sehr gute Frage. Und irgendwie muss ich die Antenne noch rausbekommen, garantiert. Da bin ich mir eigentlich so ziemlich sicher. Beziehungsweise gehen wir mal zurück zum Rohwald und wieder zurück zum aufsässigen Dorf. Geh mal die Sprosse hoch. Dann kommt wahrscheinlich wieder Onkel... Der Onkel da rechts aus seinem Bus oder auch nicht. Der scheint wohl genug zu haben. Gucken wir mal. Irk, Schild und das Papier. So. Irgendwas müssen wir doch machen können. Willst du einen Irk kaufen? Es gibt diese Testreihe, die ergeben hat, dass wenn man einen Affen lange genug an eine Schreibmaschine setzt, er irgendwann zwangsläufig ein Shakespeare-Drama schreiben wird. Und erfahrungsgemäß würde sich auch jemand finden, der den ganzen anderen Mist liest. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Dam, dam, dam. Die können nur Irisch. Klopf, klopf. Was denn jetzt noch? Ich wollte noch mal deinen Streichelzoo besuchen. Nein, danke. Ich... Hey! Was soll denn das? Menno, reg dich doch mal nicht auf. Ich wollte mir doch nur noch mal deine Tierchen angucken. Aber... Ruhig, Blut. Dann bin ich doch auch gleich wieder weg. Niedliches Pelztier, oh Gott. Geschwärztes Papier? Was tun Sie denn da? Na, nun mal langsam. Ich kann sehr gut mit Tieren umgehen. Aufhören, sofort! Machen Sie, dass Sie hier rauskommen. Kein Grund, gleich so rumzuheulen. Du warst sowieso gerade fertig. Oh je. Und? Oh, nice. Ach ja? Und was soll das bitte darstellen? Ein kuscheliges Wollschnabeltier. Ach ja? Meines Wissens gibt es Wollschnabeltiere nur in Australien und Schottland. Ah, ja, vielleicht war es auch was anderes. Eine zierliche Zauberelfe. Das soll eine Elfe sein? Na klar. Guck doch mal genau hin. Hier sind die Flügel. Hier die, die sind da. Es war eine Elfe. So oder so haben wir jetzt das Papier. Na los, ihr kennt das. Kusch. Jojo, das kennen wir jetzt mittlerweile. Nice. Ach so, ja, ich muss ja gar nicht da hochgehen. Ich kann jetzt einfach so machen. Dann kann ich zu Rufus gehen. Bitte zur Trümmersiedlung. Oh Gott, hier gibt's jetzt wieder... Immer wenn ich hier in der Ecke bin, gibt's ziemliche Frame-Einbrüche. Das bedeutet, dass stellenweise das Spiel einfach von einem Ort zum anderen springt. Was im Endeffekt bedeutet, dass ich das Commentary ausjustieren muss, weil das nicht mehr hundertprozentig hinhaut. Deswegen, wenn hier irgendwie kurze Sprünge drin sind, dann tut mir das leid. Da kann ich leider nichts für. Das ist dann leider der Aufnahme verschuldet. Hey, Bozo! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte. Ah! Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig eine zauberhafte Funkelelfe. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Los, hoch mit dir. Du musst für mich bürgen, damit ich zum neuen General des Widerstands vorgelassen werde. Geh weg. Aber... Lass mich mag nicht. Lass mich mag mich. Mag nicht. Gut. Das Bild... will er also nicht. Ah, okay. Zur Therapiepraxis.
Jetzt werde ich dir das einfach mal vorhalten. Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Falsch. Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Na, 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 na. Na, 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 na. Verrückt. Ach, herrje. Gut, das hat also anscheinend nichts gebracht. Ich bräuchte noch eine... Schon wieder? Schon wieder? Ja, schon wieder. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Na gut. Warum? Diesmal gewinne ich. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Das ist Elysium. Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Tja, das hatten wir ja schon, zumindest das so Das ist das ähnlich. Symbol für Kommen Elysium. Wir also zum nächsten Bild. Auf jeder Kiste, die nach Elysium ging, war dieses Symbol drauf. Was erkennen Sie hierauf? Das ist ja furchtbar, warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so degoutiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen, weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ja, ganz sicher. Ich habe ganz dolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben wir ja noch. Okay. Ich sehe ein... Und Sie sehen... Wieso? Ja, schade. Zwischenzeitlich dachte ich, Sie würden das hier ernst nehmen. Hm. Sehr schade. Alles klar. Gut, ich muss also irgendwie noch andere Bilder daraus irgendwie zusammenstellen, sage ich mal. Und dadurch dann... Huhu. Hä? Was gibt's? Kommst du voran? Und wie? Super, sag recht. Genau. Das hatten wir ja schon alles. Gut, wir müssen also irgendwie mit diesem Blatt Papier noch andere Abdrücke darstellen, damit Bose uns sagt, was er davon hält. Und dann zeigen wir dem Therapeuten diese Abdrücke. Okay, jetzt brauche ich erstmal eine Therapie, nachdem ich das gesehen habe. Und dann können wir die richtigen Antworten geben und dann gibt er uns die Medikamente, die Bozo aufputschen, damit er uns hier hinten beim Rebellenlager identifizieren kann, damit wir zum General kommen. Also ich sage immer noch Tony. Aber ich würde erstmal sagen, das wäre es erstmal mit dieser Folge von Let's Play. Goodbye, Deponia. Ich bin HBK und sage Tschüss. Bis dann!